Ja, heute ist nach einer Ewigkeit mal wieder sonnig. No. Scheiße. So, da geht es ordentlich steil bergauf. Das Problem sind die Holzstufen. Die sind immens rutschig. Gestrigen Spuren sieht man da noch. Mal weggerutscht. Na, Tini. So, diese Marteln sind alle gerade frisch renoviert worden. Guten Tag. War gestern alles gefroren, heute ist gatschig. Der schöne Schnee rinnt hier weg. Gestern noch alles gefroren. Heute schon flüssig. Aber der Boden unter dem Wasser dürfte noch gefroren sein, weil es ist noch kaum gatschig. Sonst würde man hier schon tiefer einsinken. Ja, da hat es gestern noch weißer ausgeschaut. Schade, schade. Rutschig. Sehr rutschig. Grüß euch. So, hier wird es jetzt schon ordentlich steil. Gestern konnte ich da gut rauffahren. War der Schnee aber noch recht trocken. Heute taut es bei Plusgraden. Da ist es entsprechend rutschiger. Boah. Ich muss noch einmal blöd an den Stein ankommen. So. Muss man ganz exakt die Linie erwischen. Na bitte.
Wetterreifen schon endlich durch. Oh, oh. Schwung. Ja, das nennt sich hier Siebenbrunnen graben, deshalb weil er sehr nass ist. Und hier war mal eine Quellfassung für die Wasserleitung. Da war da auch eine Pumpanlage drinnen. Ja, aus irgendeinem Grund hat man das dann abgebaut. Man sieht wieder, wie all das Wasser rauskommt. Kannst Wasser trinken? Nein? Und dann halt nicht. Ja, das ist schon alles ziemlich verfallen hier. Upp. Und drüber klettern, um nicht im Gatsch zu versinken. Ja. So. Also hier sind einmal irgendwelche Aggregate gestanden. Vielleicht pumpen, um das hier in diesen Vorratsbehälter zu pumpen. Okay, die schauen schon alle sehr verrostet aus, die Klampfen. Upp. Okay. So, und das hier war dann so ein Pufferspeicher. Ja, jetzt habe ich keine Lampe mit. Ah, ich hätte eine mit, aber jetzt bin ich zu faul, sie aus dem Rucksack zu kramen. Ah, ist draußen zu schönes Wetter. Ja, und da das hier recht hoch am Berg ist, ist es dann natürlich durch die Schwerkraft alleine hinuntergeflossen. Okay, vor allem neugierig. Können wir weiterfahren. Ja, jetzt will sie von mir Wasser haben, obwohl doch da eine schöne Quelle ist, Tini. Ja. Außerdem kannst du Schnee fressen. So, also ab hier in dieser Höhe ist es scheinbar nicht mehr so warm. Der Schnee ist nicht durchnässt. Ja, und ich habe entsprechend guten Grip, gut darauf zu fahren, obwohl es recht steil bergauf geht. Endlich mal Sonne. Macht gleich viel mehr Spaß, bei Sonne zu fahren. Wobei Nebel ist auch schön, da gibt es so unter Null dann schönen Raureif. Gefällt mir auch gut. So, jetzt sind wir von der Forstautobahn. Sehr langweilig hier zu fahren, aber mit einem Wheelie dann doch auch wieder interessant. Psst, was euch? Geht schon, danke. Gestern war ich völlig allein im Wald. Kaum kommt die Sonne raus, ist doch einiges los. Oh, der Fahrtwind ist doch noch ganz schön kalt. Wahnsinn, da ist was los heute. Unglaublich.
Ja, da wo die Sonne hinscheint, ist der Schnee wieder super rutschig. Wahnsinn. Der Reifen durch. Jetzt wird es ein bisschen verblockt. Es war mit dem Einrad immer interessant zu fahren. Also da, wo die Sonne nicht hinkommt, ist der Schnee noch ganz gut griffig. Da muss ich die Bremsen. So, wenn wir mal auf Schnucki warten. Ah, das ist schon die Schnelle. Wow, super Timmy. So schnell. Kleiner Bunny Hop. Herrlich, dieses Driften mit dem Vorderrad. Da hat der Sturm etwas gerüttelt, einiges umgefallen Ende letzten Jahres. Ja, der ist leider zu hoch für mich. So, das war gestern eine Tiefschneeabfahrt, heute zusammengesunken. Dann sieht man noch unsere Spuren, meine Reifen und Timis Fußtapfer. Das ist ein schöner, langer Single Trail, der zum Husan-Tempel führt. Der war 2 Jahre lang unbefahrbar, weil mutwillig auf die gesamte Strecke durchgehend Reisig gelegt wurde und größere Äste. Bin einmal dann noch gefahren, ein Stück zumindest, aber das war für die Schaltung eine ziemliche Gefahr. Ja, jetzt kann man wieder gut fahren, es liegt zwar noch ein bisschen was da, aber das geht schon. Offenbar war der doch zu beliebt, dass sich da Fleißige gefunden haben, die den wieder renoviert haben. So, das war gestern schon sehr rutschig. Geht es ein bisschen steiler bergab. Oh.
Gut, wir gehen gleich hier weiter. Da hatte man am Anfang des Weges extra diesen riesen Baum hingefällt. Und beachte einen völlig gesunden Baum. Da müsst ihr dran glauben, um hier einen Weg zu zerstören. Das ist jetzt auch eine Umfahrung von gefällten Bäumen. Original ist ja da irgendwo runtergekommen. Aber hier geht auch schon wieder weiter. Falscher Gang. Es geht. Super. So, wieder ein bisschen Forstautobahn. Das lässt sich leider nicht vermeiden. So, die Schweizer haben das Matterhorn und wir hier haben das Matterhörnl, also eine etwas kleinere Version davon. Da ist es auch schon. Jawohl. Meine Spitzensportlerin und meine sehr strenge Trainerin. Aha. Muss ich also mindestens jeden dritten Tag in die Tour machen, sonst explodiert sie vor Energie. Ja, richtig schlafen tut sie nicht, aber die Augen fallen teilweise ein bisschen zu. Da hat sie scheinbar zu wenig Vertrauen in meine Fahrkünste, dass sie sich traut einzuschlafen. Grüß euch. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Frage, ob ich das fahren möchte. Die Chicken Line. Ah, heute ist einfach super rutschig. Durch den tauenden Schnee. Jetzt kann es sich anzuhauen und das Radl zu zerstören.
So. Aha, da sind jetzt schon einige runtergefahren, da war ich gestern der Erste. Das war super rutschig. Und sind so schön schön um. So, die machen aus wunderschönen Single Trails Forstautobahnen. Oder es werden auf schöne Wege lauter gesunde, dicke Bäume gefällt, dann sind sie auch nicht mehr begehbar oder befahrbar. So, normal fahre ich da mal geradeaus, aber weil es so rutschig ist, fahre ich hier diese Variante, das ist ein bisschen leichter. So, und gleich weiter auf meinem Pinkelweg. Ein bisschen aufs Hunzel warten. Ah, da kommt sie schon. Den ersten Teil gab es schon und diesen hier habe ich begründet. Ah, jetzt ist da schon wirklich ein Weg entstanden, weil er offenbar recht beliebt ist. Gut. Ja, und dann gibt es hier gleich einen recht einen schwierigen Uphill wieder. Kommt ein technisch anspruchsvoller Uphill, wobei es jetzt so rutschig ist, dass ich da wahrscheinlich nicht über die Wurzeln kommen werde. Ja, scheiße. Ah, shit. Puh. Ja! Den Linie genau erwischen. Na, no, das hat die Schaltung. Eine Verschnaufpause, bevor es wieder anspruchsvoll wird. Servus! Hallo Hundzilli! Kommt gleich noch ein Hundi.
So, jetzt wird es wieder recht anspruchsvoll. So, geschafft. Also bis vor kurzem war das hier noch ein nettes Wanderwegerl. Jetzt ist es eine 5 Meter breite Forstautobahn. Brutalster hereingegraben. Gleichzeitig aber sieht die Forstverwaltung den Wald in Gefahr, wenn Mountainbiker dann dort einmal einen 30 cm breiten Weg in den Wald bauen. Also der Flächenverlust ist natürlich bei so einer breiten Straße deutlich höher pro Meter. Ja, das zieht sich jetzt praktisch fast bis zum Busan-Tempel wieder hinauf. Und der schöne Wanderweg existiert nicht mehr. Hier dann eine Info, dass ein Wanderweg schwer zu begehen ist. Und dass die Firma Abo Asphalt, das Asphalt steht da nicht, aber die heißen Abo Asphalt GmbH, diesen Weg für die Stadt Mödling saniert. Ich möchte nicht wissen, wie die den armen Weg dann, was die daraus machen. Kann man dann wahrscheinlich mit dem Skateboard dort fahren. Oder mit Rollerblades. Einfach jammerschade, wie bei uns die Wälder mit diesen fetten Forstautobahnen verschandelt werden. Offiziell wird argumentiert wegen Holzbringung, aber wenn man sich das einmal genauer anschaut, werden die überall gebaut, auch dort, wo in absehbarer Zeit kein Holz transportiert werden muss. Das hat an sich alles immer jagdliche Interessen, damit der Jäger mit seinem fetten SUV bis zu seinem Schießturm fahren kann und ja keinen Meter zu viel zu Fuß gehen muss. Das ist dann häufig der wahre Grund. Ja, also hier einmal ein echt nettes Wegerl, einfach zerstört, gutwillig, ein was da reingegraben wurde. Ja, und wehe, ein Mountainbiker zieht einmal irgendwo ein ganz einen schmalen Single Trail rein mit 20 cm oder 30 cm Breite. Dann ist das gleich ein Verbrechen und der Wald stirbt und wie fürchterlich. Also bis daher ist die Forstautobahn noch nicht vorgedrungen. Das hat also so ausgeschaut wie hier früher. Auch so mit Felsen und Wurzeln. Ja, und sowas macht einfach viel mehr Spaß zu fahren als so eine Forstautobahn. Ja. Servus, danke. Bin ich dorthin ein bisschen davon gefahren. Euch. Ja,
Jetzt kommt dann da gleich wieder die Abzweigung zu dem Single Trail, der da mehrere Vorstraßen kreuzt und dann direkt wieder zur großen Linde führt. Bini, hopp, hopp. Komisch, heute bin ich irgendwie so müde, aber die kleine Trinity Wuff auf. Bin aber hängen geblieben, auch wenn es ein bisschen rutschig ist. Anstrengend auch mit Motor. Wobei ohne könnte man das bei dem Schnee wahrscheinlich gar nicht fahren. So, jetzt wieder steil. Bisher hatte ich ja noch sehr wenig Akku verbraucht. Ich werde da schon noch ein bisschen was drauf gehen. Der Hinterreifen schon durch. Geschafft. So, das ist eine alte Bobbahn, die ich da hinauffahre. Als ich ein Kind war, war die noch in Betrieb. Jetzt verwittert sie langsam. Mein Freund hat hier mal auf Strava die Maximalgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer erreicht mit dem Fahrrad. Mit einem Hardtail. So, jetzt werde ich die Rodelbahn verlassen und da gerade wieder rauffahren. Check. Auf einen anderen Weg. Interessanter, weil er wurzeliger und da und dort auch ein bisschen felsig ist. Da eine ordentliche Steigung. Da ist der Schnee noch halbwegs griffig. Jetzt kommen nur ein paar Wurzeln und Felsen. Ha ha.
knapp hinter mir. Schon schwer, wenn es trocken ist, mit dem Schnee. Finde ich unmöglich. Ah, fast! Eieiei. Fast. So, da geht zwar nur Lüftchen, aber das ist ganz schön kalt. Vor 2 Monaten wäre es jetzt schon stockfinster gewesen. Fenster nicht, aber ziemlich düster. Da vorne ist eine große Sendeanlage, eine Relaisstation, also eine Richtfunkstrecke mit Parabolspiegeln, die auf der einen Seite empfangen und es dann verstärken und auf der anderen Seite weitersenden. Das war für die Post und so, Telekommunikation. So, und da ist der Sender. Ganz schön tief hier. Da sind meine Spuren von gestern noch zu sehen. Hier geht's lang. Ich habe sogar Schneeverwehungen. Satine, hier lang, komm. Ich bin verblockt. Ich merke mir jetzt gar nicht so durch den Schnee. Und da ist sie auch schon wieder.
haben die Wildschweine fest gegraben. Langsam, Tini, komm. Heute habe ich die Sommerhandschuhe an und langsam wird es mir kalt. Die Jacke habe ich mir auch schon angezogen. Tini! Gut drüber gehupft. Zu kalt geworden an den Fingern. Jetzt kommt auch noch ein bisschen ein schnelleres Stück. Daher ziehe ich jetzt meine Winter Asos Handschuhe an. Die sind doch relativ warm, obwohl sie sehr dünn sind. Man hat noch super Gefühl beim Bremsen und so. Aber sie sind völlig luftdicht. Aber trotzdem ein wenig atmungsaktiv. Da ist also irgendeine Membran drinnen. Mit der bin ich recht zufrieden. Da waren die Reifen jetzt super sauber durch den Schnee. Dann relativ knapp, bevor man beim Zuhause ist, muss man dann wieder durch den Gatsch durch. Ach, wieder Teufel. Ist da ein schöner Gatsch. Ja, gestern hat die Tini auch sehr gatschige Füße gehabt. Habe dann vergessen, ihr die Füße abzuwaschen und so lag sie dann natürlich bei mir im Bett.